So, schauen wir uns nochmal so eine Standardaufgabe zu Extremwertaufgaben an, weil auch die Standardaufgaben da ein bisschen komplex sind, aber die ist zumindest mathematisch leicht. Wir haben das Dreieck gegeben, das ist gleichschenklig, und diesmal haben wir als Zwangsbedingung gegeben, dass x und h zusammen 6 cm sein sollen. Gefragt ist natürlich wieder danach, wann der Flächeninhalt des Dreiecks am größten ist. Und das heißt, wir beginnen wie immer damit, dass wir erstmal aufschreiben, was wir brauchen. Das heißt, wir haben den Flächeninhalt des Dreiecks, den wir wollen. Und der berechnet sich allgemein durch 1/2 Grundseite mal Höhe. Und die Grundseite hier, die haben wir schon, das ist das x mal die Höhe. So, jetzt haben wir eben noch unsere zwei Unbekannten. Unsere zweite Aufgabe ist es, dass wir die zweite Unbekannte, hier das h, loswerden. So, ich schaue mir jetzt meine Nebenbedingung an. Und die ist, dass x plus das h 6 cm sein sollen. Und das kann ich ja ganz leicht so umformen, dass ich sage, h ist ja dann immer die 6 minus x. Ich lasse Einheiten weg, weil es oben nicht stört. Genau. Okay, damit habe ich einen Ausdruck für h gefunden und den kann ich jetzt im dritten Schritt einfach einsetzen in meine Gleichung für die Fläche. Das heißt, aus 1/2 x mal h wird 1/2 x mal 6 minus x. Und das war jetzt eigentlich der Großteil der Aufgabe, bei der wir eben unsere Lösungsgleichung aufstellen mussten. Weil das hier ist, wenn ich es ausmultipliziere, einfach eine quadratische Funktion. Und ja, die kann ich jetzt ganz normal mit der quadratischen Ergänzung wieder nach dem Scheitel auflösen, beziehungsweise durch die quadratische Ergänzung den Scheitel erlangen. Weil ich weiß ja, diese Funktion mit dem x² beschreibt mir allgemein den Flächeninhalt des Dreiecks für jede Breite x, also für jede Grundseitenlänge x. Dies bedeutet, wenn diese Funktion, die ja den Flächeninhalt des Dreiecks beschreibt, maximal ist, habe ich den richtigen x-Wert gefunden, weil ich ja genau den maximalen Flächeninhalt suche. Da es eine Parabel ist, weiß ich, dass der höchste Punkt von einer Parabel, sie hat ein Minus davor, deswegen ist es der höchste Punkt, der Scheitel ist. So, also, jetzt kommen wir zu der Suche des Scheitelpunkts. Das heißt, ich bringe alles in die Scheitelpunktform und das geht, wie ihr wisst, über die quadratische Ergänzung. Um auf die Scheitelpunktform zu kommen, starte ich wieder mit meiner ursprünglichen Funktion, die jetzt ja noch in der Normalform ist, und klammer wie immer als erstes den Vorfaktor überall aus. Der Vorfaktor ist es 1/2. Also teile ich alles durch minus 1/2 und so habe ich das ausgeklammert. 3 geteilt durch minus 1/2 ist minus 6. So. Jetzt habe ich in der Klammer den Anfang einer binomischen Formel und ich suche jetzt eine binomische Formel, dass sie halt ausmultipliziert zu den ersten zwei Teilen, also hier x² minus 6x, passt. Danach steht noch eine Konstante da, die automatisch entsteht, aber die werde ich dann ausgleichen. Hier ist meine Konstante einfach 0, weil ja nichts dabei steht. Also ich schreibe hier mal plus 0 dazu, aber eigentlich ist das sinnlos. Das geht mit einem ganz einfachen Trick. Wir wissen, dass dieser zweite Summand in der binomischen Formel immer das Doppelte vom ersten Vorfaktor mal den zweiten ist. Das erste ist ja nur ein x immer. Das heißt, es ist eigentlich nur der zweite Vorfaktor mal 2. Also, da hier eine 6 steht, muss das zweite eine 3 gewesen sein. Ein Minus, weil auch oben ein Minus dazwischen steht. Die multipliziere ich jetzt mal aus. x² minus 6x, voilà, hat gepasst, plus 9. Und wir sehen, x minus 3 zum Quadrat ist ein Term, der hinten eine plus 9 hat. Oben soll die aber nicht vorkommen, sondern da soll plus 9 stehen. Das bedeutet, das obere durch die binomische Formel hier unten ausdrücken möchte, muss ich nach der binomischen Formel nochmal eine minus 9 schreiben,
ja, um die minus 9, die hier unten ja eindeutig zu viel ist, wieder loszuwerden. Das bedeutet, ich notiere die Formel so: minus 1/2 mal erst die binomische Formel und jetzt die Korrektur minus 9, dass hinten wieder plus 0 steht und bin fertig. Jetzt multipliziere ich noch die minus 1/2 rein, dass wir wirklich die Scheitelpunktform haben. Und das ergibt jetzt beim Endfaktor eine minus 1/2 mal der minus 9, also eine plus 4,5. Und jetzt kann ich wunderbar das Ergebnis ablesen, weil in der Scheitelpunktform ist das hier ja die x-Koordinate des Scheitels und das hier hinten die y-Koordinate. Jetzt sagt meine Funktion ja den Flächeninhalt. Das bedeutet, das hier ist der Flächeninhalt beim Scheitel, also der maximale Flächeninhalt. Und der ist 4,5, weil wir Zentimeter hatten, Quadratzentimeter. Und das hier ist der x-Wert des Scheitels, also der x-Wert unserer Funktion. Und dieser x-Wert ist ja genau die Grundseite. Das heißt, das hier ist ja die Grundseitenlänge, die wir suchen. Fertig. Das heißt, wir können als Antwortsatz schreiben: Das Dreieck hat bei einer Grundseite von 3 cm den maximalen Flächeninhalt von 4,5 cm zum Quadrat. Dann viel Erfolg bei den etwas schwierigen Aufgaben, die jetzt kommen, die ihr aber auch sicher gut hinkriegt. Tschüss!